Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 8 für die Wii U. So, man, viel Start hingelegt, großes Kino, großes Kino, großes Kino. So, heute geht's wieder um einige News. Vieles ist dabei. Von Gerüsten zu NX. Ja klar, bis hin zu Fakten über Games etc. Ursprünglich sollte dieser Part gestern rauskommen. Ich hatte ihn auch gedreht, nur ich habe dann gemerkt, dass da meine Capture-Card irgendwann abgeschmiert hat und dann war dieser Part nicht mal zu gebrauchen, weil die Hälfte oder so irgendwie einfach nur schwarz war, weshalb jetzt ein Tag verspätet nochmal kommt, was zusätzlich zu den anderen heute schon online gestellten, planmäßig auch online gestellten Sachen. Selbe gilt vor allem mit Tomo Part, der hätte auch gestern online kommen sollen, kommt mit Verspätung, aber heute somit kommen heute als zwei mit Tomo Part am einen Tag, denn ich habe mir tatsächlich vorgenommen, jeden Tag ein mit Tomo Part hochzuladen, weil Tomo ist so ein Projekt, das kann man ein paar Wochen mal spielen, aber dann wirklich auch so gut wie jeden Tag dann ein paar dazu hochladen. Du hast ähnlich wie Tomo Dazi Live oder so. Da jetzt vielleicht begrenzen wir jetzt mal das wirklich auf Nintendo News, die für euch eher interessant sein könnten. Scheiße. Fangen wir doch mal an mit Stichwort Nintendo NX. Es ist schon wieder ein Lake von einem Controller. Es ist wieder ein Bild von einem Controller sehen. Dieser hat es inzwischen wieder als Fake entpuppt. Da gibt es auch ein Video dazu, was dies bezeugt. Wenn ich daran denke, packe ich dies noch in die Videobeschreibung. Ah, wir sind ja alle auf dem Haufen. Schön. Das war sowas von unnötig. So Pokémon Go ist ein Gameplay-Video rausgekommen. Da ist rausgekommen. Es ist ein Gameplay, wie du das siehst. Und ja, also die ersten Informationen sind einfach erschienen. Und ja, es gibt 150 Haupt-Pokémons. Werden im Spiel vertreten sein. Ja, viel mehr kann und mag ich darüber jetzt auch nicht sagen, weil ich bin nicht so der krasse Pokémon-Fan. Das heißt, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Auf jeden Fall ist ein erster Trailer erschienen. Auch den packe ich rein, wenn ich denn dran denke. Ja, bleiben wir doch gleich bei Mobil und steigen gleich zu Mitomo. Mitomo ist jetzt vor zwei Tagen, nämlich am 31.3. erschienen und hat es einige Mal downgeloadet und ja, ist ganz erfolgreich. Also ein cooler Start, also ein guter Start von Nintendo in die Welt der Apps. In Japan hatte sich die ja innerhalb von wenigen Tagen über 1 Million Mal downgeloadet. Das ist schon ganz schön etwas. Und gelungen ist es Nintendo aus jedem Fall. Ich mag Mitomo total gern. Spiele es richtig gern. Und das war eine glorreiche und richtige Entscheidung, das zu machen. Also Nintendo, da habt ihr mal wieder was gut gemacht zur Abwechslung.
Nee. Ja, ich kenne viele Leute, die das jetzt sagen würden. Die dann wieder behaupten, ja, das liegt daran, dass Nintendo keine guten Wii U-Spiele macht. Ja, ich kann die Meinung einfach immer noch nicht wirklich, obwohl ich gerade sauer bin, kann ich die Meinung nicht wirklich teilen. Weil Nintendo hat erst gute Games gemacht. Nintendo hat wirklich gute Games gemacht, auch für die Wii U. Mario Kart 8, Splatoon, Super Mario 3D World, alle richtig coole Exklusivtitel, die es nur für die Wii U gibt. Für die alle lohnt es einfach die Wii U. Ja, und jetzt sind wir eben gespannt, was DNX bringt. Stichwort NX. Auch da gibt's abgesehen von Controller. Ja, genau, ne? Klar. Noch eine andere Neuigkeit. Ja, vor allem. Gibt's noch eine andere News. Und zwar, die Grafik soll diesmal besser sein als bei PS4. Also, es gab das mal Gerüchte, wo ich es erzählt habe. Die hießen, dass die Grafik besser sein sollte als bei. Besser werden soll als bei Xbox One. Da habe ich noch gesagt, ja, das muss auf jeden Fall sein. Besser muss es jeden Fall sein, weil genauso gut wäre nicht ganz so toll, weil die Xbox One ist auch ein älter. Das gab es damit gesetzt, das schätzungsweise spätestens 2018 der Nachfolger irgendwie rauskommt oder zumindest angekündigt wird. Ja, so. Und dann ist halt relativ neulichst, weil die Xbox One hat auch eine ältere Hardware, ist die Wii U dann doch wieder relativ schnell im, ja, sag mal, Hintertreff. Komm, jetzt wird es von 4-6. Weshalb ist jetzt einfach sage, dass ja, Xbox One, das ist einfach realistisch. Entschuldigung, ich muss mich, wenn ich auf Fahren konzentriere, dann kann ich mich nur so halb aufs Reden konzentrieren, dann stockt das manchmal bis halt. Ja, auf jeden Fall, Xbox One Grafik, besser, sie ist realistisch, das müsste Nintendo schon tun, um einigermaßen dem Stil der Zeit mitzugehen. Aber besser als PS4, weil die PS4 ist erst relativ neu. Glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht unbedingt. Aber wir werden es sehen, vielleicht schafft es Nintendo doch. Wäre an sich eigentlich ganz lustig. So, bleiben wir gleich bei Nintendo NX. Denn angeblich soll die NX mit einer Art Connect funktionieren. Wir erinnern uns zurück zu Wii-Zeiten. Eine Sensation der Wii war ursprünglich die Sensorleiste von der Wii, über die man die Wii-Fernbedienung steuern konnte. Die war so eine Art basierendes eine Art basierende Andeutung, quasi auf so eine Art Connect, der erste Schritt zu Connect, der dann ein bisschen später von der Xbox One eben auch tatsächlich gemacht worden ist quasi, und das Xbox One das halt Connect genannt hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Nintendo sowas ähnliches mit dieses Connect für die Xbox tatsächlich für den X entwickeln konnte, weil erstmal hätte Nintendo dazu die sag mal Gabe, weil es mit der Sensorleiste war einfach so eine Art Test, was da so eine ja Vordings quasi von Connect dementsprechend ist Nintendo sicherlich in der Lage das zu machen. Das wollte. Ja, komm. Und. Ja, das wird wieder verlegen.
Und ja, ist auch machbar. Sagen wir so, es traust Nintendo vollkommen zu. Und das wird dann auch, ja, wäre natürlich viel einfacher ums Assistenz oder so. Und das würde auch erklären, dass CCA wieder meldet, dann quasi. Und die Wii U, RDNX, Entschuldigung, doch so mit den ganzen Sportspielreihe unterstützen müsste. Wie ich auch schon mal im Video gesagt habe, EA macht viele Forderungen, weil Nintendo tut alles, damit EA wieder Spiele entwickelt, und EA hat das natürlich realisiert und macht jetzt so einiges, damit Nintendo, was sagt jetzt einiges, was Nintendo da machen soll, sonst entwickeln die da keine Spiele irgendwie von Nintendo, so nach dem Motto. Und ja, auf jeden Fall, wenn die damit die Bedingungen einverstanden sind, wird Nintendo, EA, Entschuldigung, die NX als Hauptsportkonsole nutzen, um da alle möglichen Sportableger, die EA gemacht hat, damit zu nutzen, also sprich FIFA, Madden NFL, was haben wir noch, Madden NFL, Eishockey, NHL, etc. Und ja, das würde ich ganz nice finden, weil ich bin da so ein Typ, der Sportspiele eigentlich ganz gerne spielt. Ich habe auch FIFA 13 für meine Wii U. Und bin auch ein großer American Football Fan. Deshalb hat mich auch total abgenervt, dass Madden NFL 13, dass die keine europäische PAL-Version rausgebracht haben. Das hat mich auch total genervt. Naja. Aber wie gesagt, ich stecke all meine Hoffnung in die NX und werde sie mir so 99% auch zulegen. Wenn sie diese auch noch erscheint, werde ich mir sie zu Weihnachten wünschen. Andernfalls werde ich mir zu Weihnachten das Geld wünschen, dass ich mir sie kaufen kann, sobald sie erscheint, wenn es denn nach Weihnachten der Fall ist. Planmäßig. So, liebe Leute, ja, was man auch so retromäßig Nintendo möchte, Nintendo sagst du, wie ich euch im letzten Part schon berichtet habe, gibt es so eine chinesische Firma, die die N64 Controller wieder zum Laufen bringen möchte. Ich hab da jetzt auch, also ist, ich freut das sehr, es wird da sehr was anderes auch mitmachen bei der Spendenkampagne. Also, denn, ich habe ja selbst den N64 und ich bin totaler Retro-Fan. Und da kommt auch mehr, Leute. Weil ich spiele fast lieber Retro. Gut, ich spiele beides gern. Auf jeden Fall, ja, habe ich so einen Sammeldrang. Sage ich jetzt mal, komm, und sammel gerne. Warte, Annabelle. Dich hole ich ein. Weil Deutsche auch noch. Ich bin nicht der einzige Deutsche. Das ist kaum zu fassen. Ah! Nein! Gut! Nein! Geh weg, Link! Du brauchst hier nicht mich zu überholen. Ja, auf jeden Fall, ja. Wird auch Retro-Konsult nicht das? Sage mal! Was ist denn hier los? Ist das hier so ein Kloppen auf freier Bahn Projekt oder was ist es? Himmel Maria. Da werde ich auf jeden Fall auch Retro-Konsolen, ich darf nicht oft abschleifen zum Thema. Werde ich auch Retro-Konsolen im Let's Playen. Das heißt viel. Und Entschuldigung. Und werde
Ja! Weil ich find's witzig, ich werde sicherlich mal ein so ein Abonnenten-Special oder so, also ein älteres Mario Kart tatsächlich spielen. Weil das ist, finde ich, einfach schon lustig, dann mal den Vergleich zu sehen. Und zu damals und heute. Ja, auf jeden Fall, ja, also Stunt-Konsolen werde ich mir alle zulegen, also, ja, ist mein Plan, so retro-typisch. Ja, mit Pringsel, also, mit Pringsel vor allem, also, Gameboy und so weiter, also, Handheld, nein, ja, komm, besser als Vierter werde ich nie, gibt's aber nicht. Ja, klar, jetzt überholen wir es alle, so kurz vor dem Ziel, dann werde ich Achter. Habt's nicht gesehen? Habt ihr das gesehen? Himmel Maria! Ja, also das Ding, ich bin, weiß, ja, Handheld, Magic, müsste, ja, werde ich nicht so großes, nicht viel machen. Einfach nur, damit ihr das schon mal wisst. Genau, also. Ja, jetzt wird wieder ausgewählt. Genau, welche Strecke. Rankommt, ich hoffe, aufs Exabyte Stadion und hoffe, das auf gar keinen Fall. Ah ja. Okay, nice. So, vier Deutsche diesmal. Okay, zwei aus New York oder so. Big Apple. Passt das zu Big N? Ich kenn du. Auf geht's ins Exibyte Stadion. Die Bahn, die mit den einigen früheren, boah, komm, Let's Play Parts verrückt gemacht hat. Zum Anfang des Parts, zum Ende des Parts. Aber auch, ich sag mal, glücklich gemacht hat. Weil ich da irgendwie erster war oder so. Ja, komm, leck mich doch mal, Entschuldigung. Ja, hallo. Wie viel wollen die noch auf mich draufhauen? Alle oder was? Ich jetzt etwa hau auf das arme kleine Panuki Mario schon den Tag oder was? Himmel Maria, werden, was ist denn das hier vorhin? Komische Gesellschaft heutzutage, ey. Keiner nimmt ist im Autofahren Rücksicht auf den anderen, ey. Das ist echt nicht mehr akzeptabel. Stell dir das mal vor, wir würden so etwas im Straßenverkehr auch machen. Einfach durch die Gegend fahren und alle mit Feuerblumen, Panzern und sonst was bewerfen. Dann gäbe es ständig nur Unfälle und es gibt keine Polizei mehr, weil die überall quasi ist und blech. Crazy World wäre es dann. So, dieser Klecks nervt, aber durch dieses Lichtding kann man den weg fördern und da mag kein bisschen Tode nervenden Klecks mehr und das macht die ganze Sache besser. Okay, das war unnötig gerade. Und die beiden nächsten Hügel. So, ich werde jetzt, nein, bitte nicht, scheiße, ich wollte gerade hier so dröhnen. So, komm, ich hol den nächsten Nixter mit Käsekuchenland. Ich muss jetzt erstmal probieren, wieder auf Aufholjagd vor allem. Nein, jetzt kommen! Jetzt nicht wieder alle überholen, das ist jetzt echt asozial. So unverdient. So richtig asozial und unverdiente Hinderte. Scheiße ist das, ey. Komm, Dritter. Was? Ich hab das. Ich kann's doch voll nicht sein.
Mann! Alter, oh, das regt mich jetzt auf. Naja, also, naja, immer ein 5. von 11, das heißt eine gar nicht. War ein schlechter von, alter ist. So rum. Ja, damit bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!